Hi, ich bin's, euer Stefan. Heute ist Montag, der 29.04.2019 und ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal hier auf YouTube sagen werde. Und zwar fahre ich jetzt zu McDonald's, den neuen Big Vegan TS probieren. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt finde. Ich hoffe. Warum ich das aber trotzdem eigentlich nicht unterstützen möchte, sondern wirklich jetzt noch einmal probiere, erkläre ich euch. Und ich teste mal, ob das jetzt funktioniert, dass ich mich dahin zappen kann. Und so, da bin ich. Hat doch ganz gut geklappt. Leider darf ich in der Filiale nicht filmen, beziehungsweise ich hätte offiziell anfragen müssen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Deswegen nehme ich euch jetzt mit direkt zur Bank. Ein Glück, die erste Filiale hatte ihn gleich. Also ich muss erstmal vorweg sagen, auch wenn ich jetzt nicht offiziell drehen darf, super nettes, freundliches Personal und die haben mal gesagt, solange halt keiner zu sehen ist, darf ich filmen. Hier haben wir den Big Vegan TS. Machen wir gleich mal auf. Hier ist das Teil. Den Burger Patty kenne ich ja schon. Der ist mit dem Incredible Burger von Gourmet Garden. Und Gourmet Garden gehört halt nun mal leider zu Nestle. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde das jetzt ungern weiter unterstützen, weil es halt doch Nestle ist. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und jetzt probieren wir gleich mal, beiß mal einmal rein. Soße scheint stinknormales Ketchup zu sein. Burger, ich glaube, den hätten sie noch ein bisschen mehr durchbraten können. Was mir auffällt, veganer Käse fehlt noch. Der könnte das ein Ticken besser machen. Simply V schmilzt ja unheimlich gut. Aber auch Wilmersburger schmilzt, glaube ich, ziemlich gut. Aber sonst erinnert er mich irgendwie so ein bisschen an den normalen Burger. Also stinknormalen Burger. Darf ich noch mal kurz stören? Ja. Sorry. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Kollegin wahrscheinlich die falschen Zwiebeln genommen hat. Sie sollen nämlich rote Zwiebeln drauf bekommen. Ah, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon was fotografiert haben. Wenn, dann wäre das toll, wenn sie vielleicht den nochmal nehmen würden, weil das Originale soll ja mit rote Zwiebeln drauf sein. Okay. Und sie ist leider noch neu und sie hat das zum ersten Mal. Das ist kein Problem. Das heißt, ich krieg den jetzt einfach so, oder? Sie bekommen den einfach so, genau, aber weil sie halt leider außersehen die weißen Zwiebeln statt die roten genommen hat. Ich dachte schon, jetzt haben sie auch gesehen, was anderes. Nein, alles gut, das ist kein Problem. Zwiebeln ist ja egal dann in dem Fall. Okay. Das wäre super, also weil hier natürlich die beim richtigen Original die roten Zwiebeln drauf sind. Ist ja der erste Tag, ne? Ja, genau. Deswegen ist kein Problem. Deswegen leider, ja? Okay, dann machen wir das so. Danke. Ihnen, ja? Gerne. Okay. Wie geil. Jetzt habe ich noch meinen zweiten Burger bekommen. Ihr habt es ja mitbekommen. Ist halt der erste Tag. Ich dachte schon, ich habe jetzt echt einen Schrecken gekriegt. Dachte mir so, oh Gott, hoffentlich haben die jetzt nicht irgendwie richtiges Fleisch drauf gemacht, obwohl das schon nach Incredible Burger aussieht. Aber man weiß ja nie. Aber solange es nur die Zwiebeln sind, ist es ja in Ordnung. Mach mal gleich mal auf. Ich esse den jetzt erstmal. Der normale Hamburger ist ja schon Ewigkeiten her, wo ich den das letzte Mal gegessen habe. Aber der erinnert mich total daran. Wenn meine Erinnerung stimmt. Den haben sie jetzt mal richtig schön gemacht. Der sieht ja richtig toll aus. Könnte fast wie echt sein, ne? Also wie für ein Werbeplakat, so wie der aussieht. Und hier sind auch die roten Zwiebeln. Es kam gerade noch ein Kollege an, der hat mich gefragt. Ich habe denen meine Verbesserungsvorschläge sogar jetzt direkt gegeben. Mal gucken, ob es weitergegeben wird. Die haben auch meine Visitenkarten. Vielleicht gucken sie sich das an. Also veganer Käse fehlt noch. Und vielleicht, wenn McDonald's einen eigenen Burger Patty rausbringen würde, nicht von Nestle, wie ich es den Kollegen gerade gesagt habe. Das wissen anscheinend manche Menschen noch nicht, dass Nestle Wasser nicht als Menschenrecht ansieht und teilweise in Afrika Menschen verdursten lässt und das Wasser dort den gleichen Preis hat wie bei uns in Deutschland und die müssen Wasser abzapfen, das geht halt gar nicht. Deswegen würde ich das begrüßen, wenn McDonald's das anders macht. Ansonsten würde ich sagen, er erinnert mich an den stinknormalen Hamburger von McDonald's. Der Preis ist natürlich allerdings happig, aber die Burger Patties sind halt so teuer. Ach ja, und was ich gerade eben noch erfahren habe, der Burger Patty ist nicht original der Incredible Burger von Garten Gourmet, sondern er ist ein kleines bisschen angepasst und das Gefühl hatte ich auch vom Geschmack her. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dachte halt, naja gut, vielleicht ist es die Zubereitung. Ansonsten würde ich mal sagen, McDonald's ein gelungener Start. Und was ich jetzt so nebenbei noch erfahren habe, war halt eben, dass auch viele Kollegen, ich habe denen jetzt ein paar Visitenkarten mitgegeben, weil er gemeint hat, die meisten Kollegen haben echt Interesse. Das ist, denke ich mal, schon ein guter Anreiz, dass vielleicht auch die McDonald's-Mitarbeiter mal langsam anfangen, über ihren Fleischkonsum nachzudenken. Und scheinbar wurden die auch irgendwie so ein bisschen Thema vegan sensibilisiert. Und deswegen finde ich das von McDonald's einen richtig geilen Schritt, der eigentlich, wo es endlich Zeit wurde, dass sie das machen, außer halt eben Nestle.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Stefan.